Ja, hallo! Hier ist wieder am Start euer Matt und Kathi von Game Taku. Und wir spielen, welches Spiel? Pokémon Strahlender Diamant. Das muss flüssiger gehen. Egal, wir waren beim letzten Mal, haben wir uns was geholt? Haben wir den Waldorden geholt. Genau, wir haben uns den Arenaorden geholt. Und jetzt schauen wir weiter, wie es weitergeht. Los geht's! Ja, wir schauen uns mal jetzt in der Stadt um. Oh, sind hier? Oh, okay. Oh, da. Oh, das ist doch ein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Eibe aus, oder? Wie heißt du denn? Game Taku, also. Das merke ich mir. Mein Name ist Cynthia. Und ich bin ebenfalls ein Pokémon-Trainer. In letzter Zeit studiere ich die Mythologie der Pokémon. Einfach aus Interesse dran. Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Man sagt, es sei ein extrem mächtiges Pokémon gewesen. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja auch so einem Pokémon. Ach ja, probier die hier mal aus. Ich bin mir sicher, dass sie dir nützlich sein werden. Oh, TM! 93 halten, yes. Zerschneider, läuft. Mhm. Setzt du Zerschneider über die App VM-Attacken ein, kannst du kleinere Bäume beseitigen, die dir den Weg versperren. Wenn du mit deinem Pocket-Zerschneider einsetzt, gelangst du an Orte, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex mit Einträgen zu füllen. Denkst du nicht auch? Ja, schon. Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Okay, danke. Danke sehr. Kimkalaki-Gebäude, da ist es ja. Okay. Was ist hier los? Ich wollte immer unbedingt schauen, was hier ist. Angeblich stellt diese Statue ein Pokémon dar, das vor langer, langer Zeit gelebt hat. Oh, danke. Long, long ago. Long, long ago. Long, long. Long. Oh. Ewigenau wurde zu Ehren eines altertümlichen Pokémon erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb stets erhalten. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin so sein. Nein. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, stellt sie den Mittelpunkt vieler Feste dar. Also nichts Wichtiges. Wie üblich. Team Galactic, ja. Yeah. Gibt es da oben noch irgendwas? Außer eine Garage. Oh, da ist ein Pokéball versteckt. Okay. Da können wir auch reingehen. Und für der Weg. Oh, was ist hier? Willkommen in der Kräuterladen. Für wirkungsvolle und preiswerte Medizin bist du hier genau richtig. Etwas kaufen? Wollen du Kräuter kaufen? Kräutermedizin ist erstaunlich wirkungsvoll, schmeckt aber sehr bitter. Pokémon mögen sie da ja nicht so gern. Was sprichst du? Jemand sollte Kräutermedizin erfinden, die nicht bitter schmecken. Das wäre ein echter Durchbruch. Gib Zucker dazu und geht schon. Ja. Da wir den Orden haben. Nichts wie los. Brechen wir ein. Brechen wir ein. Weil das ist wirklich für mich. Nicht böse gemeint, ist das für mich hier einbrechen. Was? Oh. Perfekt, oder? Perfekt. Perfekt. Wortwörtlich genau. Einbrechen. Raub und einbrechen. Los geht's. Raub und Einbruch. Ja.
Hi, ihr seid ja alle Brüder und Schwester. Ihr seid alle wie Klone, oder? Ja, irgendwie schon. Ich will auch hier. Hi. Hi. Team Galact ist nicht an der Welt interessiert. Wir reifen nach den Sternen. Okay, ihr seid nach den Sternen. Okay, und du? Willkommen bei Team Galactic. Bist du auch hier, um uns dein Pokémon zu spenden? Was nicht, dann verlass bitte sofort unsere Grundstück. Du willst doch nicht, dass dir das gleiche passiert wie dem Besitzer des Fahrradladens, oder? Was habt ihr mit ihm getan? Habt ihr Okay. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Wehe, du funkst uns dazwischen. Tut mir ja echt leid, aber Kinder können kein Mitglieder bei Team Galactic werden. Ihr seid sowas von gemein, wisst ihr das? Okay, was kommt jetzt? Okay. Den ersten, was wir besiegen. Uhu. Gut gemacht. Wollt ihr wirklich nicht, dass ich dabei bei euch mitmache? Team Galactic. Okay. Du bist für sie ein Kind. Also, ich weiß. Hätte ja sein können, dass sie trotzdem wollen jetzt auf einmal, dass ich mitmache. Kann ja sein, dass sich's verändert hat. Aber irgendwie witzig, ich habe genau die richtigen Pokémon für sie. Als Antwort. Findest du nicht? Ja. Und warst du natürlich auch schon hier drin, oder? Ja. Und wie schaut das Matchup für uns aus? Glaubst du, wir schaffen das? Ja. Du zögerst. Es könnte sein, dass es nicht schaffen. Was? Geht doch. Ah, jo. Sehr schön. Prompt mischst du dich ein, war ja klar. Aber du bist doch noch ein Kind. Gib mir Geld und ich gehe wieder. Was ist hier los? Hey, ihr sitzt hier alle am Computer und arbeitet. So ist die perfekte Arbeitszeit. Unsere Pläne sind unfassbar. So unfassbar, dass selbst ich sie nicht verstehe. Das hält mich aber nicht davon ab, jeden zu bekämpfen, der sie durchkreuzen will. So unfassbar. Neben seiner Arbeit. Jeder seine Arbeit. So unfassbar, dass ich selbst nicht verstehe. Ich verstehe. Okay, weiter. Level 17 endlich erhalten. Yes. Jo. Geachtet ihr jetzt? Natürlich. Ich habe zwei Orden, das reicht schon. Okay, er kommt. Sehr effektiv, siehst du. Gewonnen.
ich habe versagt. Bitte, verzeiht mir. Ja. Du bist mir im Büro angestellt. Ja, ich verzeih dir. Team Galactic arbeitet hart daran, neue Energiequellen für die Zukunft zu finden. Hey, ihr seid doch vielleicht doch gar nicht so böse, wenn ihr nur Energiequellen sucht. Mal schauen, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Okay, ihr seid doch nicht gut. Ihr klaut Pokémon. Nee, es ist nicht gut. Da muss ich euch leider enttäuschen. Was soll das denn? Du solltest lieber deinen eigenen Pokémon kämpfen. Wir erforschen, ob man die mysteriöse Kraft der Pokémon nutzen kann, um neue Energie zu erschaffen. Ach so. Was gibt's hier? Vielen Dank! Wir lieben es, wenn Leute extra vorbeikommen, um uns ihre Pokémon zu spenden. So werdet ihr meine Pokémon nie bekommen. Ihr müsst mal eure Strategie ändern. Ihr solltet mir wenden ein Jahresabo von Netflix mal anbieten. Jahresabo, ja, richtig. Ja, yeah, Jahresabo Netflix. Ja. Ja. Wären wir dabei, oder? Natürlich, wenn nicht. Es wird wohl nichts für dich. Oh, Zubat. Komisch, die Arenaleiterin war viel stärker. Ja. Da hätte ich mehr Angst haben können, aber da. Nee. Nö. Das ist die Levelkurve, was ich meine, was nicht so toll ist. Soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ein neues Zuhause für neue Pokémon für mich. Hey du. Gewöhnliche Leute wie du verstehen die Ziele des großartigen Team Galactic einfach nicht. Gut, ehrlich gesagt auch nicht. Sind wir schon mehrere, oder? Du verstehst es nicht, ich verstehe es nicht. Oh nein. Ohne zu hinterfragen, alle Aufträge ausführen. Das ist unsere Aufgabe. Alles für die neue Welt, die unser Boss erschaffen wird. Verrückter Professor. Yay. Saba heißt er. Oh. Okay. Alarmstufe rot. Wenn ich jetzt nicht gewinne, bereue ich's. Ein Angriff muss reichen. Okay. Ja, er hat gereicht, der Angriff. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht gewonnen, hätte ich's bereut. Xaver. Damit kommst du nicht davon. Oh, ich glaube, da ist der Fahrradmann. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen sie damit erreichen? Ich weiß es nicht. Hier gibt es nichts Besonderes, okay?
Hallo. Was hast du denn hier verloren? Ach, was frage ich überhaupt? Du willst die Pokémon befreien, stimmt's? Als ob ich das erlauben würde. Wo verdammt nochmal ist die Polizei? Kann mir das jemand sagen? Wo ist Officer Rocky? Oh, Rocky. Joy. Ja, Joy, wisst ihr, wo Joy ist. Jupiter! Officer Jupiter. Commander Jupiter. Ah, Commander Jupiter ist ein bisschen ernster zu nehmen. Volltreffer. Ah! Wie anmaßend. Versuch dich mal heranzuwagen. Es geht viel zu schnell weg, leider. Egal, Zubat ist besiegt. Nächstes, komm. Keine Wirkung. Ah, es ist Unlicht. Das habe ich total vergessen. Ja. Sehr effektiv. Es ist Unlicht? Mhm. Ich total vergessen. Es ist ein Unlicht-Pokémon. Ja, was setzen wir gegen ein Unlicht-Pokémon ein? Feuer? Nein. Ah, Kampf. Richtig. Okay. Nicht sehr effektiv, siehst du, also. Das hat uns gerade unseren Spezialangriff genommen. Aber wir brauchen ihn ja nicht. Wir brauchen nur den Vorschlag. Es hat uns vergiftet. Okay. Stärkere Attacke gefällig. Ah, es ist ziemlich robust. Scheint so. Au. Es hat schon wieder den Standbock ein. Eieiei. Ei, ei, ei. Wir überleben das, gibst du. Überlebt, yes! Nein! Aber Jupiter wurde besiegt. Jupiter wurde besiegt, ja, hast du recht. Von einem Kind fertig gemacht. Ich hätte es nicht so unachtsam sein dürfen. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchungen der Pokémon-Statue sind ohnehin abgeschlossen. Und Mars hat derweil die Energie des Windkraftwerks gesammelt. Aber eine Sache verrate ich dir noch. Unser Boss erforscht die alten Mythen über Pokémon. Mit der Macht der legendären Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommt Team Galactic nie wieder in die Quere, klar? Das ist meine letzte Warnung. Danke. Dank dir habe ich mein Pipi zurück. Aber dieses Team Galactic, sie haben einfach gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum als Herr damit. Was ist das denn für eine Logik? Man könnte fast meinen, sie kämen selbst vor den anderen. Entschuldigung. Naja, jetzt sind sie jedenfalls weg. Ich dachte dir. Danke dir vielmals. Schau doch einmal, gehen Gelegenheit mal in meinen Radladen vorbei, damit ich dir anständig
bei dir bedanken kann, ja? Yay! Oh, da geht's runter. Da geht's runter! Hey, hier arbeitet keiner mehr. Ist das Haus jetzt leer? Kann ich jetzt hier einziehen? Ja. Vielleicht ist das dein neues Zuhause. Open! Los, fahr im Sklave, du bist dran. Ich komme zu dir. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit wenigstens ein Fahnen schenken. Komm mal bitte eben mit. Okay, wohin gehen wir? Hilfe, er verschleppt mich! Bei der Farbe deines Fahrrades hast du übrigens die Qual der Wahl. Für welche entscheidest du dich? Blau, Rot, Gelb oder Grün? Ich wähle ein blaues. Das blaue Fahrrad soll es sein. Ja. Ein voll vortreffliche Wahl. Ein derartige kühnes Blau erfrischt fast so sehr wie ein Wasserstrahl von Shiggy. Shiggy, Shiggy. Die Farbe passt wirklich perfekt zu dir. Du hast ein Fahrrad erhalten. Du verstaust das Fahrrad im Rucksack. Es ist das neueste Modell. Ich lese dir die Anweisung vor. Drücke B, um zwischen den Gängen zu wechseln. Im ersten Gang bist du nicht so schnell, kannst dein Rad dafür aber leichter manipulieren. Im zweiten Gang fährst du schnell wie der Wind, damit kannst du im Nothänge hinaufdüsen, die du erst im ersten Gang nie bewältigt hättest. Also schwierigen Schwinge dich jetzt in den Sattel und erkunde alle die Nägel. Schönen Routenstädte mit dem Fahrrad. Yeah! Ich und mein Bike. Ich und mein Bike. Bike City. Jetzt haben wir ein Fahrrad. Sehr schön. Und so registriert ihr es. Ich und mein Bike. Ich und mein Bike. Jo. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ciao. Ciao. Bye Game Taco.